Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Ich muss ehrlich sagen, sieht viel geil aus, so, ne? Mit der Sonne drin, so die Optik, übelst geil. Kannst du nicht anders sagen. So, da kommt der Qualm raus, weißt du? Wir stehen hier an diesem Eingang, wo uns der dicke Panzer. Es sieht schon geil aus. Und die Ladies sind endlich wieder bei mir. Was mir einfällt, da. Ja, alles nehmen. Da hat man einen Wolfbaum geschossen, das wollten wir ja drinnen lassen. Hier wollten wir einen Fang reinmachen. Da habe ich vorhin nämlich mal gemacht. Also ich habe es vorhin mal so angepackt. Aber dann kam nicht. Ich wollte einfach meinen Rechner sauber machen. Alter, da war so viel Staub drin. Ich bin fast erstickt. Da habe ich das ausgemacht, habe den Rechner erstmal draußen sauber gemacht. Das Ding stand unter meinem Schreibtisch. Ich habe mir selber einen Schreibtisch aus Paletten gebaut. Hier noch die Glasplatten oben drauf, damit hier, ne, weil Paletten, wir wissen ja alle, wie Europaletten aussehen. Da fällt alles durch. Kommt noch Glasplatten oben drauf, aber jetzt habe ich jetzt erstmal so provisorisch ein paar kleine Glasplatten da drauf gelegt. Den Rechner wird hochgestellt, damit er nicht so schnell einstaubt, weil da drunten staubig, sehr staubig, ja. Und da hatte ich das hier schon alles gemacht. Ja, jetzt muss ich das nochmal machen. Jetzt weiß ich bloß nicht mehr, was ich hier reingehauen habe. Warte, wir nehmen mal hier die hier. Hier hatten wir auch irgendwas anderes reingeklatscht, ne? Ne, das wollten wir ja für. Das wollten wir ja für den hier. Liara sollte endlich mal eine neue Rüstung kriegen. So, da hat sie auch mal eine neue Rüstung. Und die rennen wir jetzt endlich wieder hinterher, ist ja der Wahnsinn. Dass das letztens so rumgespackt hat, das lag einfach daran, dass ich schon eine riesengroße Aufnahmesession gemacht habe. Ich glaube, ich habe 10, 15 Aufnahmen gemacht. Und an so einem heißen Tag wie den ist das dann schon etwas. Stirb. Man kann es nicht anders sagen, es sieht schon geil aus. Sieht schon so von der Optik her so, weißt du, wenn du jetzt so stehst. So nicht. Mit der Sonne, mit dem Sonneneinfall, Alter. Es sieht geil aus. Ich mag's. Die Geth haben sich aber ziemlich schnell niedergelassen. Wenn wir mal drin sind, werden sie sich heftigst wehren. Der hat's so gewesen. Ich hoffe, man hört die Hintergrundgeräusche nicht so stark, weil der Rechner ja jetzt hier oben ist. Und da hast du zwei Einstellungen, ne? Starke Lüftung. Das ist der letzte. Starke Lüftung, ja, normale Lüftung, starke Lüftung. Ich habe jetzt gerade die starke Lüftung drin. Das ist ein bisschen stärker durchlüftet wird der Rechner. Und hinter mir läuft noch das Gebläse, das Luftgebläse hier. Ventilator. Weil das so schweinewarm ist.
Dann habe ich das Fenster noch offen, weil ohne offenes Fenster geht es hier gar nicht mehr drinnen. Sonst ist hier gleich tote Hose. Dann sind auch noch zwei Katzen hier drinnen. Die liegen alle beide unter meinem Palettenbett. Da muss ich auch noch drauf achten, wenn die raus wollen, weißt du, die Tür kann ich ja nicht offen lassen. Weil ich dummerweise nicht alleine hier wohne. Und etwaige Individuen eventuell reingestürmt kommen und anfangen rumzuschreien. Falsch. Ich habe jetzt mal die ganzen Erfolge durchgeguckt, die werden wir nicht alle freikriegen. Aber das müssen wir auch, ne? Auch dann im zweiten Spieldurchgang, wenn ich für mich selber spiele. Go, go, go! Geht klar, Alter. Hä? Lebt er jetzt noch oder lebt er nicht mehr? Ach, hier gibt's gar nicht weiter. Hallo. Falsche Sprinten. Ich habe jetzt Star Wars Battlefront gespielt, deswegen habe ich jetzt schon wieder Sprinten auf Schiff drauf. Unsere Waffen richten bei einem solchen Feld nichts aus. Wir müssen einen anderen Weg nach drinnen finden. Ach so. Hier geht's nur nach unten, Commander Shepard. Na, da gehen wir nach unten. Würde ich sagen, oder? Okay, ein toter Warren. Verdammt! Ah, alles klar. Es tut mir so leid. Ich dachte, sie wären Gate oder einer dieser Warren. Sie sind jetzt in Sicherheit. Warum sind Sie überhaupt hier? Ich bin selbst schuld. Jeder rannte los und ich blieb, um Daten zu sichern. Und dann war plötzlich das Gate-Schiff da und der Strom ging aus. Ich war gefangen. Ich versuchte zu entkommen, aber der Weg war versperrt. Wir holen Sie raus, sobald wir wissen, was die Gate suchen. Es sind nicht die Gate. Es ist das Energiefeld, das Sie aufgestellt haben. Sie wollen nicht, dass irgendjemand sonst zugreifen kann auf die... Ich bin wegen der Gate hier. Es ist sehr wichtig, dass ich herausfinde, wonach Sie suchen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, Sie sind wegen dem Torianer hier. Torianer? Was genau soll das sein? Es ist eine einheimische Lebensform. Exogeny hat sie untersucht. Was wissen Sie noch? Wissen Sie, wo ich diesen Torianer finden kann? Vielleicht könnte ich es schaffen. Aber nicht mit den Gate überall. Wir müssen hier raus, an dem Feld vorbei. Wissen Sie, wie wir es ausschalten können? Nein, nicht so richtig. Aber ich glaube, das Gate-Schiff versorgt es mit Strom. Ich habe bemerkt, dass die Gate überall Stromkabel verlegen. Sie könnten diesen Kabeln folgen, aber dieser Ort wimmelt nur so von Gate. Sagen Sie mir, was Sie über den Torianer wissen. Ich weiß wirklich nicht sehr viel über ihn. Ich glaube, es ist so eine Art Pflanzenwesen. Ich weiß, dass er sehr alt ist. Sogar tausende von Jahren. Ah ja, ich glaube, der weiß auch was von den Reapern, ne? Warum haben die Gate Ihrer Meinung nach Interesse an dem Torianer? Es ist nur eine Pflanze. Ich wüsste nicht, warum die Gate das interessiert. Exogeny hat sie untersucht, aber nichts Besonderes entdeckt. Erzählen Sie mir von sich. Ich bin nur eine Forschungsassistentin bei Exogeny. Ich bin mit meiner Mutter hierher gekommen. Ich weiß nicht mal, ob sie es lebend hier rausgeschafft hat. Sie ist bei anderen Kolonisten. Im Moment ist sie in Sicherheit. Sie lebt? Ja. Gott sei Dank. Ich dachte, ich wäre als Einzige übrig. Nein, nein. Bitte, Commander, schalten Sie einfach dieses Feld aus, damit ich meine Mutter wiedersehen kann. Ja, du kannst doch über die Brücke rennen.
Ach nee, die kommt ja nicht dort hoch. Anstatt einfach mal hier Räuberleiter zu machen. Erzählen Sie mir von sich. Ich bin nur eine Forschungsassistentin bei Exogeny. Ich bin mit meiner Mutter hierher gekommen. Ich weiß nicht mal, ob sie es lebend hier rausgeschafft hat. Sie ist so. Bei anderen Kollegen. Bitte, Commander, schalten Sie ein. Sie bleiben. Hier, viel Glück mit diesem Feld. Die Schilde sind weg. Wow. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Viecher stehen ständig wieder auf. Oh ja, Baby. Oh ja. Blöde Maschine! Öffne die verschlüsselten Daten! Alter, schreck mich nicht so, du Russe! Nein, ich will kein Protokoll prüfen! Na, ich will auch ein Protokoll prüfen! Ich kann Ihren Befehl nicht ausführen. Kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten. Verdammt! Sag mir, was ich wissen will, oder ich schieß dir den virtuellen Arsch weg! Bitte kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten für eine Freischaltung für Sicherheitsstufe 4 oder vereinbaren Sie einen Termin mit... Blöde Maschine! Wenn sonst nichts ist, treten Sie bitte zur Seite. Nach Ihnen möchten auch noch andere diese Konsole benutzen. Ah, gut. Ich muss gleich jemanden... Das hat ihn zerlegt. Die Schilde sind weg. Die Exogeny Corporation erinnert alle Mitarbeiter daran, dass das Abfeuern von Waffen auf Firmengelände strengstens untersagt ist. Nö. Willkommen zurück, Forschungsassistentin Elizabeth Bainham. Was kann ich für Sie tun? An welche Information wollte der letzte Benutzer herankommen? Daten holen. Der vorherige Benutzer hat versucht, an Details über die Spezies 37-Studie, den Torianer, zu kommen. Sag mir alles, was du dem Kroganer erzählt hast. Ich konnte dem vorherigen Benutzer keine relevanten Daten geben. Neben der Tatsache, dass er keinen richtigen Zugang hatte, gibt es keine neuen verfügbaren Daten über Spezies 37. Alle Sensoren, die den Überwachungsposten bei Zeus Hope bewachen, sind seit einigen Zyklen inaktiv. Was hat Zeus Hope mit dem Torianer zu tun? Spezies 37 liegt in der Substruktur des Zeus Hope Außenpostens. Ja, deswegen wissen wir Bescheid. Sage mir alles, was du über den Torianer weißt. Der Torianer ist eine einfache pflanzliche Lebensform, die ein Empfindungsverhalten aufweist, das für andere Pflanzen untypisch ist. Durch Streuung und die schließliche Inhalation von Sporen kann er andere Organismen infizieren und kontrollieren, auch Menschen. Die Kontrollgruppe von Zeus Hope hat interessante Ergebnisse erzielt. Bevor die Sensoren ausgingen, waren fast 85% aller Testpersonen infiziert. Willst du damit sagen, Exogeny wusste, dass die Leute infiziert wurden? Es wurde für notwendig gehalten, das wahre Potenzial von Spezies 37 zu ermitteln. Das erklärt ihr seltsames Verhalten. Ihr Pilot sollte gewarnt werden. Joker, kommen Sie rein, Joker. Verdammt, das Feld blockt uns. Wir müssen einen Weg um das Feld finden. Wir müssen zurück zu Zeus Hope. V.I., was kannst du mir über das Gate-Schiff sagen und das Feld, das es mit Strom versorgt? Ich habe nur begrenzt Daten über die Gate. Sie haben alle Sensoren in der gesamten Einrichtung effektiv geblockt. Ich habe ungewöhnliche Kraftfluktuationen entdeckt, kann die Quelle aber nicht bestimmen. Was weißt du über die Gate? Ich habe keine genauen Daten über die Gate und wie sie mit der Einrichtung zusammenhängen. Alle Sensoren wurden seit ihrer Ankunft absichtlich ausgeschaltet. Ich will etwas über die Exogeny Corporation erfahren. Die Exogeny Corporation ist ganz vorn, wenn es um die menschliche Ausbreitung in einer neuen galaktischen Wirtschaft geht. Sie finanziert koloniale Entwicklungen und sichert Ressourcenrechte, um unser Fortschreiten als Spezies zu sichern. Weitere Fragen zu den Firmenrichtlinien können während der normalen Geschäftszeiten direkt an den Verbraucherinformationsdienst gerichtet werden. Wer ist hier verantwortlich? Wer hat die Studie organisiert? Alle Entscheidungen über die örtliche Analyse und Beschaffung von Ressourcen werden vom Management vor Ort gefällt.
Sie werden nur dann dem Vorstand zugeteilt, wenn die saisonalen Quoten unter- oder überschritten wurden. Die einzelnen Mitarbeiterunterlagen sind vertraulich. Eier! Erzähle mir etwas über den Turianer. Spezies 37 wurde vor einigen Wochen entdeckt, als ein kleines Team mit Sporen infiziert wurde, als sie die Ruinen nahe des Zeus-Haupt-Außenpostens untersuchten. Der Außenposten wurde sofort unter Quarantäne gestellt und die Untersuchung der Infektion begann. Innerhalb von 21 Tagen wiesen 58% der Kolonisten Verhaltensänderungen auf. Innerhalb von 28 Tagen waren es 85%. Wie groß ist dieses Ding? Der Turianer scheint ein diffundiertes Wesen zu sein. Seine kognitiven Fähigkeiten sind in großen Nervenbündeln zentriert. Seine Daten erhält er jedoch von Ranken, die sich Kilometer weit erstrecken. Wir haben Bündel von ungefähr 1 Meter Durchmesser entdeckt. Sie scheinen jedoch nicht auszureichen, um das riesige sensorische Potenzial, das er besitzt, zu koordinieren. Er scheint solche Stimulationen einfach langsam zu verarbeiten. Oder es gibt vielleicht ein größeres Nervencluster, das wir bisher noch nicht entdeckt haben. Ist er intelligent? Können wir mit ihm verhandeln? Der Turianer weist nicht das Verhalten eines Räubers auf. Das Freilassen von Sporen ist ein Überlebensakt, keine Aggression. Er erzeugt fortgeschrittenes Verhalten in den Menschen, die er versklavt. Wir müssen jedoch noch herausfinden, ob er Menschen mehr als ein Werkzeug erkennt oder zu erkennen vermag. Er ist ausreichend fremdartig, um derzeit einer Klassifizierung zu trotzen. Weißt du, wie diese Kreatur ihre Sklaven kontrolliert? Die Willensunterdrückung zeigt sich als intensiver Schmerz, wenn Befehle ignoriert werden. Die Wirkung ist schlimm genug, dass Subjekte bald selbst bei kleineren Rebellionsgedanken konditioniert werden. Beobachtungen haben gezeigt, dass der Turianer seine Sklaven utilitaristisch betrachtet. Sie sollen offenbar nicht verletzt werden, so wie ein Handwerker auch sein Werkzeug schont. Solange nichts gegen die Ziele dieser Kreatur unternommen wird, können die Subjekte ein normales Leben nachahmen, bis sie für eine spezielle Aufgabe eingeteilt werden. Wo ist das Zentrum von diesem Ding? Der Turianer existiert als ein Netz von Ranken, das sich über fast die gesamte untere Fläche von Pharos erstreckt. Die Beobachtung von versklavten Personen deutet darauf hin, dass es vielleicht Hauptcluster gibt, die von Leibeigenen bewacht werden. Leider ist die direkte Beobachtung von Spezies 37 begrenzt oder nicht vorhanden. Bitte rufe meine persönlichen Daten auf. Elizabeth Bainham, Forschungsassistentin, biomedizinische Abteilung. Freigabe für Sicherheitsstufe 4. Sie stehen momentan unter näherer Beobachtung aufgrund von Streitigkeiten mit dem Management in Bezug auf die bestehende Firmenpolitik. Diese Sanktionen könnten wieder aufgehoben werden, sollte Ihre nächste Bewertung besser ausfallen. Was hat die Bewährung veranlasst? Sie wurden als streitsüchtig eingestuft in Bezug auf die Operationen des Zeus-Haupt-Projekts und ganz besonders in Bezug auf die Handhabung der infizierten Kolonisten. Infolgedessen wurden sie damit beauftragt, für die Dauer der Observation die Sicherheit der Kolonisten zu überwachen. Das reicht im Moment. Schalten auf Standby-Modus. Ah ja. Wer hätte es gedacht? Wer hätte gedacht, dass ein Unternehmen Arschloch sein kann, hä? Also ich hätte das nie gedacht. Shotgun. Friss das! Die Geht benutzen diese Klauen, um ihre Schiffe an Gebäudeseiten zu verankern. Vielleicht ohne viel Feingefühl, aber dafür äußerst effektiv. Wie stellen wir den Strom ab, wenn er vom Schiff kommt? Das wird schwer. Wir können die anderen gerade nicht stellen, aber die Geht sind ziemlich gründlich. Du spreng das einfach aus dem Weg. Dieses Gebäude scheint den Geht wichtig zu sein. Könnte es für sie eine Art heiliger Tempel oder so sein? Bei den Geht verschwimmen die Übergänge zwischen organischem und synthetischem Leben. Es ist nur natürlich, dass sie Rat bei einer höheren Macht suchen. Okay. Muss die höhere Macht etwa ein Reaper sein? Ich hasse Reaper. Obwohl die eigentlich recht cool aussehen, ne? Warum sind die alle so verbrannt? Thank you.
Drecksack. Entsichert und geladen. Wer zur Hölle? Irgendeiner ist hier ein Mann. Da geht's hoch. Geh doch mal weg von der Deckung. Geh doch weg. Ein paar Minuten Download haben sie gehilfs. Achso, okay. Da gab es da auch irgendwelche Probleme mit dem Typen, ne? Komm ich bloß, wo wir jetzt hin müssen. Achso, dort geht's auch noch lang. Hallo? Irgendwo lebt hier noch einer. Geheime Information. Die Testproben hätten vor 3 Tagen eintreffen sollen, aber wir haben weder von dem Frachter noch von der Kolonie etwas gehört. Wir befürchten, dass die Probe entkommen sind und empfehlen jegliche Kontakt mit der Notakrux-Kolonie abzubrechen. Selbst wenn die Kolonie entdeckt wird, darf niemand die Ereignisse dort mit uns in Zusammenhang bringen. Okay. Es gibt ja anscheinend noch eine Kolonie. Müssen wir das lang? Hier oben lang, ne? Ist alles so dunkel. So wie eben. Wir haben nicht das richtige Werkzeug, diesen Greifer zu zerstören. Suchen wir weiter. Anderen Greifer noch nicht? Wenn wir noch einen der Greifer entfernen, fällt das Schiff. Ja. Nehmen wir aber erstmal alles mit hier. Nein. Warte, Luke.
Einträge von Dr. Gamor. Gamoral? Keine Ahnung. Ich traue dieser Cerberus-Gruppe nicht. Sie zahlen gut, aber wenn das hier freikommt, bevor wir ein Gegenmittel entwickelt haben, das ist einfach fahrlässig. Sie wollen uns nicht sagen, wofür sie die Proben brauchen oder warum sie in das Matano-System geliefert werden sollen. Gemäß meiner Aufzeichnung ist da draußen nichts Interessantes. Aber das müssten wir, glaube ich, schon. Wir haben die Konsole eines Reparaturhinweis gefunden. Haben auf der Konsole einen Reparaturhinweis gefunden. Die verdammten Türen zum Shuttlebucht ist wieder blockiert. Solange der Druck bei 30 PS oder darunter ist, funktioniert alles. Und das Sicherheitssystem wird ordnungsgemäß bei 34 PS aktiviert. Aber schon im Bereich von 31, 34, 7 schließt die Tür derart hart zu, dass sie einen Metallträger zerquetschen würde. Alles klar, wir müssen über das. Alles klar. Und abwärts. Sehr gut. Das Feld, das den Ausgang versperrt, ist gleich ausgeschaltet. Jetzt können wir uns um diesen Torianer kümmern. Oh ja. Ich hoffe, das Schiff war voll von diesen Bastarden. Ich wiederhole. Normandy an Landetrupp. Hören Sie mich? Ist da jemand? Normandy an Landetrupp. Komm, Commander, reden Sie mit mir. Sind Sie das, Joker? Was ist da drüben los? Wir sitzen hier in der Klemme, Commander. Irgendwas ist den Kolonisten zugestoßen. Sie hämmern an die Hülle, versuchen sich mit allen Mitteln einen Weg in das Schiff zu verschaffen. Die flippen aus. Die können keinen wirklichen Schaden anrichten. Wir sind auf dem Rückweg. Halten Sie einfach die Stellung. Zu Befehl, Commander. Hier wird es gleich vor Gate wimmeln. Bleibt zusammen, dann kommen wir auch in einem Stück hier raus. Auf geht's! Piu, 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 piu. Ich frage mich gerade, wo wir hergekommen sind. Ich glaube von hier. Ich gehe mal stark davon aus. Und wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ja. Nee, danke fürs Dabeisein und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Tschüss.